Ja, da kann man, wie gesagt, jetzt nichts lesen, weil das alles Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, keine Ahnung. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich könnte mal wieder ein Aufgebraucht-Video drehen, weil ich schon wieder so viel angesammelt habe. Hier, die ganze DM-Tüte ist wieder voll mit meinen Aufgebraucht-Sachen. Und ich wünsche euch bei dem Video ganz viel Spaß und wir fangen auch gleich an. Und zwar fangen wir an mit was Essbarem. Und zwar mit einem Zimt. Ich dachte mir, ich zeige euch den mal, weil ich den echt sehr lecker finde. Der ist von Voltour, Bio-Qualität und das ist dieser richtige Ceylon-Zimt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den richtig ausspreche, aber ja, auf jeden Fall sind da 300 Gramm drin. Der reicht wirklich sehr, sehr lange und den mische ich mir immer ins Müsli rein. Und den finde ich echt total super und den habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Dann habe ich hier eine Bodylotion von Tracklemoon. In der Duftrichtung Marshmallow, die habe ich glaube ich auch schon mal gezeigt. Ich liebe diesen Duft, weil der einfach jetzt gerade für den Winter oder halt für den kommenden Winter und jetzt auch schon für den Herbst eigentlich total perfekt ist. Und ja, riecht total super. Ich habe auch teilweise die Flasche als Handcreme hergenommen, weil das wirklich so eine leichte Pflege ist und weil es halt einfach so gut riecht. Dann habe ich nochmal eine Körperpflege leer gemacht und zwar von Alverde die Körperbutter Bio-Kokos für sehr trockene Haut. Das war eine Limited Edition, die fand ich auch total gut. Die hat auch wirklich so lecker nach Kokos gerochen, also wirklich sehr gut und ich liebe ja Kokos. Dann kommen wir zu meinen Deos, die ich leer gemacht habe. Wie ihr wisst, mag ich das CD-Deo sehr, sehr gerne. Das ist das Wasserlilie. Da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 leer gemacht, aber wirklich im letzten halben Jahr oder so. Also ich habe ja wirklich lange kein Aufgebraucht-Video mehr gemacht. Und ja, in dieser Zeit habe ich natürlich so viel dann hergenommen. Ich weiß, dass das Sprühdeo nicht so gut ist, zwecks Umwelt und so, aber das zum Sprühen in dieser Dose ist einfach am besten. Also die zum Rollen weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Und dann gibt es noch den Zerstäuber, aber der riecht nicht so wie der. Ja, also ich mag halt den Duft einfach so gern und das hält halt wirklich lange. Dann habe ich hier einfach das noch von Dove und dann noch das von Balea, das Sensitive. Das nehme ich immer ganz gerne nach dem Duschen her, weil das eben ohne Alkohol ist und weil es dann eben nicht brennt. Dann habe ich hier noch von Airwick diesen Raumduft Bali Sandelholz Jasmin leer gemacht. Der ist wirklich total lecker. Oh, der riecht einfach irgendwie so, irgendwie schwer, aber dennoch irgendwie leicht und so ein bisschen clean. Aber oh, ich mag den Duft einfach total gerne. Und habe ich mir jetzt noch nicht nachgekauft, werde ich aber wieder tun, weil da steht die Sprühflasche immer im Bad und ich finde es dann immer total angenehm, wenn man einfach ins Bad kommt und es riecht dann immer frisch. Dann habe ich sogar ein bisschen Schminke leer gemacht und zwar von Catrice Sunglow Matte Bronzing Puder. Genau, das habe ich wirklich, sag mal, geh doch auf, komplett leer gemacht. Das habe ich auch geliebt, das war wirklich ein Liebling von mir. Jetzt habe ich im Moment noch einen von Kiko, den ich auch sehr gerne hernehme. Deswegen habe ich mir jetzt noch keinen neuen nachgekauft. Aber ansonsten würde ich den wieder nachkaufen. Ich habe den in der Farbe 030 Medium Bronze gehabt. Und dann habe ich noch von Andrea Biedermann ein Puder, eine Mineral Foundation leer gemacht in der Farbe Aria. Genau, auch wirklich komplett leer gemacht. Die Mineral Foundations liebe ich von Andrea Biedermann. Da habe ich mir auch wieder 2 nachgekauft. Einen dunklen und einen hellen. Und im Moment mische ich die einfach, weil die am besten passen. Und im Winter kann ich dann wieder den hellen hernehmen. Und im Sommer, wenn ich dann wieder sehr schön gebräunt bin, kann ich dann wieder den dunklen hernehmen. Genau. Und die sind wirklich super. Die decken einfach total schön. Ja, jetzt war meine Speicherkarte voll. Deswegen wurde ich kurz unterbrochen. Auf jeden Fall liebe ich diese Foundation. Ja, ich hatte eine Zeit lang ja wirklich schlechte Haut und ich glaube, es liegt hauptsächlich an diesem Produkt. Das habe ich früher echt gegen Pickel eigentlich genommen und es hat mir so gut geholfen. Und dann habe ich es irgendwann wieder hergenommen und ich habe durch das so krass schlechte Haut bekommen. Ich weiß gar nicht, ja, ich weiß gar nicht, wie das sein kann, aber ich habe das dann weggelassen, habe ein anderes hergenommen und tada, wurde meine Haut schlagartig besser. Keine Ahnung, meine Haut hat sich wohl ein bisschen verändert
Und ja, somit kaufe ich das natürlich nicht mehr nach. Und stattdessen kann ich das weiterempfehlen. Das nehme ich auch im Moment her. Das ist von Balea, das erfrischende Waschgel für normale und Mischhaut für 99 Cent. Das habe ich jetzt wirklich auch schon zum vierten Mal nachgekauft und das ist wirklich das Beste. Das tut meiner Haut wirklich gut. Dann habe ich noch einen Hyaluron Tonic leer gemacht, beziehungsweise ist es so eine Lotion. Das ist so aus der koreanischen Kosmetik. Ja, da kann man, wie gesagt, jetzt nichts lesen, weil das alles japanisch, chinesisch, koreanisch, keine Ahnung, ist. Auf jeden Fall habe ich das bei einer anderen YouTuberin gesehen und ich mache ja sehr viel mit diesen Dermaroller, also mit diesen Nadeln, weil ich ja echt durch die schlechte Haut wirklich ein paar Pickelmale habe und kleine Narben. Und da mache ich halt wirklich oft, oder was heißt oft, ein-, zweimal die Woche dieses Mikroneedling und rolle meine Haut. Und danach gebe ich halt einfach dieses Hyaluron-Serum oder diese Lotion drauf. Und die spendet wirklich so viel Feuchtigkeit. Da ist eben auch Hyaluron drin. Und ja, einfach klasse. Habe ich mir auch schon wieder nachgekauft und verwende ich wirklich, das ist auch meine Nachtpflege. Also das verwende ich nach der Behandlung und auch wirklich abends, wenn ich ins Bett gehe. Dann habe ich hier noch von Balea ein Trockenshampoo leer gemacht. Das ist das Tropical Coconut. Das riecht wirklich total gut. Das ist ein Duft, der hält auch so lange in den Haaren. Der hält die Haare wirklich 2-3 Tage lang frisch. Dann habe ich hier noch von Balea einen Duschschaum leer gemacht. Den habe ich jetzt im Sommer sehr gerne hergenommen. Das ist der Hawaiian Dream Duschschaum mit Kokosmilch. Und ja, den fand ich auch total lecker, total sommerlich und erinnert wirklich an Urlaub. Dann habe ich sogar drei Parfüms leer gemacht. Und zwar einmal von La Rife, das Queen of Life. Das ist ja das Dupe zu dem La Vie est Belle. Es riecht wirklich haargenau so. Also es ist auch ein Eau de Parfum. Keine Ahnung. Ich spreche es immer, glaube ich, falsch aus. Auf jeden Fall ist es ein Parfüm. Und genau, das kostet 7 Euro oder so. Das ist wirklich perfekt und es hat eine schöne Größe. Also das nehme ich dann manchmal auch in der Handtasche mit, weil es ja doch nicht ganz so lange hält wie das Original. Und dann sprühe ich halt mal nach. Aber ansonsten ist der Duft, kommt dem wirklich zu 99% nah. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich liebe es und ich habe es auch wieder nachgekauft. Dann habe ich hier noch ein Parfüm leer gemacht von Secret de Rojas. Die Marke kenne ich jetzt gar nicht so gut. Also das Parfüm ist, glaube ich, noch, das habe ich damals, glaube ich, noch, wo ich in Müller gearbeitet habe, bekommen. Ja, es riecht auf jeden Fall wirklich total gut, erfrischend. Also es ist echt ein super Duft und ja, habe ich mir jetzt aber noch nicht nachgekauft. Und dann natürlich noch Prada Candy, habe ich auch leer gemacht. Das ist auch einfach ein Klassiker. Genau, das ist wirklich, geht immer. Also ich finde, das ist ein schwerer Duft, aber den kann man immer tragen wie Sommer und Winter. Und gefällt mir sehr gut. Habe ich auch wieder nachgekauft. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Dann habe ich hier noch von DM Bio diesen Matcha-Tee leer gemacht. Also das Matcha-Pulver. Da habe ich immer mein Matcha Latte mit Sojamilch gemacht und ja, fand ich total gut. Dann habe ich noch von DM das Kokosmehl leer gemacht. Das ist protein- und ballaststoffreich, glutenfrei und Kohlenhydrat reduziert. Genau, das habe ich immer ganz gerne in mein Müsli reingetan oder in Joghurt. Einfach, dass man noch ein bisschen mehr irgendwie zum Beißen oder zum Kauen hat und dass es einfach ein bisschen den Magen füllt. Ich fand es echt gut. Ich habe mir jetzt ein anderes Kokosmehl nachgekauft, aber ja, würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Dann habe ich noch eine Zahnpasta leer gemacht. Das ist eine von Lidl. Die hat mit Stiftung Warentest sehr gut abgeschlossen und die habe ich mir jetzt auch schon wieder nachgekauft, weil ich die echt gut finde. Sie schäumt richtig gut, sie hat die richtige Schärfe, einen guten Geschmack und ja, mit der bin ich einfach total happy. Also da muss ich mir keine teure für 4 Euro bei DM kaufen, sondern da reicht wirklich die. Dann habe ich hier so ein paar Rapid White Strips leer gemacht.
Das sind die selbstauflösenden Bleaching Strips, die habe ich, glaube ich, bei Rossmann oder so gekauft. Da hat man so einen Stift dabei, macht die Flüssigkeit auf die Zähne und dann macht man eben diese White Strips auf die Zähne und die sollen halt die Zähne so ein bisschen weißer machen. Ich finde, dass sie die Zähne schon weißer machen, aber wirklich nur für den Moment bzw. für den Tag. Am nächsten Tag sind die Zähne eigentlich genauso wie vorher auch. Das ist halt wirklich so ein Soforteffekt, aber halt nichts auf Dauer. Dann habe ich noch 3 Spülungen oder Shampoos leer gemacht. Also hier auf jeden Fall von Elvital Total Repair Spülung. Repariert, regeneriert, revitalisiert, geschädigtes Haar. Fand ich echt total gut. Vor allen Dingen jetzt für meine Haare hier mit dem Balayage, mit dem Blond, ist das echt total super. Dann habe ich noch die Serie Elvital Dream Length. Super Aufbauspülung, langes geschädigtes Haar. Das fand ich auch total super. Da habe ich eigentlich noch das Shampoo dazu gehabt, aber irgendwie habe ich das, glaube ich, im Urlaub damals weggeschmissen. Das fand ich auch total gut, also von der Pflege und allein schon von dem Duft. Also dieser Duft ist einfach sowas von lecker. Ich kann den gar nicht beschreiben, aber der hält auch so lange in den Haaren. Also ich habe mich einfach in den Duft verliebt. Und hier habe ich noch eine Spülung, die habe ich mir damals noch in Italien gekauft. Von Fructis, ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist die mit Aprikosenöl. Ich kann es jetzt bloß nicht lesen, weil das noch auf Italienisch ist. Auf jeden Fall fand ich die auch nicht schlecht. Dann kommen wir zu den letzten Sachen. Und zwar habe ich hier noch ein AHA-Peeling leer gemacht. Das ist ein 10%iges Fruchtsäure-Peeling. Das habe ich halt auch immer ganz gerne hergenommen, gerade für die Pickelmale, für die Narben oder generell für so Hautstellen, da wo man mehrere so kleine Unterlagerungen hat. Da ist das immer ganz gut und das habe ich einfach über Nacht auf die Stelle drauf getan und den nächsten Morgen abgewaschen. Und das hat halt wirklich so die oberste Hautschicht abgenommen und dann nächsten Tag war die Haut total weich. Total super, habe ich mir auch wieder nachgekauft, weil ich mache das ungefähr so ein-, zweimal im Monat. Und ja, da ist die Haut dann echt danach immer total schön. Man hat das Gefühl, sie kann dann viel besser die Produkte aufnehmen und irgendwie viel besser atmen. Dann habe ich hier noch mein geliebtes Revitalash leer gemacht. Das habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Das nehme ich wirklich regelmäßig her. Also jeden dritten Tag mache ich mir das, glaube ich, drauf, bevor ich ins Bett gehe. Einfach einen Wimpernkranz drauf machen, wie so ein Eyeliner, und es soll die Wimpern halt so ein bisschen verlängern und verdichten, und mir bringt es auf jeden Fall was und ich habe es mir auch schon wieder nachgekauft. Und dann habe ich noch zuletzt einen Concealer leer gemacht. Das ist dieser Cover Stick, also kein Concealer, also eigentlich so ein Pickelstift. Der ist nämlich antibakteriell, ja genau, der ist nämlich komplett leer. Das war die Farbe 76 Cent. Ja, das waren meine Sachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich gerne mal interessieren, ob ihr die gleichen Produkte verwendet oder ob ihr die gleichen Favoriten habt. Dann schreibt mir das unten gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video anschaut. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Videowünsche, auch gerne alles unten in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und ansonsten sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.